So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 28. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen. An der Stelle ganz kurz für alle, die jetzt live dabei sind, eine Entschuldigung, weil ein bisschen spät mit Verzögerung angefangen. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe gerade eben tatsächlich noch ein Tutorial eingesprochen. Und in dem Zusammenhang ist es eben so, dass, ja, dass das ein bisschen ausgeufert ist, ehrlich gesprochen. Ich hatte da noch zwei, drei Gedanken. Ich hatte nicht eigentlich einkalkuliert, dass es so lange dauert. Also hört sich jetzt dramatisch an. Aber dass es eben in diesem Zusammenhang so ist, dass ich einfach da nochmal zwei, drei mehr Gedanken präsentieren habe wollen. Tutorial, das wird nächste Woche einlaufen, diese Woche noch nicht. Aber gestern hat sich eben bei mir ein Trade ergeben, den ich dann in diesem Zusammenhang als Basis eben wählen wollte für ein Tutorial, weil es eben viele wahrscheinlich betreffen dürfte. Einfach, weil immer wieder die Frage auch aufkommt, was mache ich eigentlich nach dem Urlaub, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Trott gekommen bin. War ich 2, 3 Wochen, war ich nicht am Desk, Marc vielleicht auch nicht beobachtet, das erschwert die Situation nochmal so ein bisschen. Was mache ich denn dann? Also wie komme ich wieder rein ins Spiel? Wie komme ich rein ins Spiel, wenn ich einen Drawdown durchlebt habe, in dem Zusammenhang vielleicht mal gesagt habe, so, ich brauche jetzt mal eine Pause. Dann ist dieses Recharging the Batteries, also das heißt, ich habe meine Energie wiedergefunden und den Drive und ich will es jetzt wieder versuchen, ich will durchstarten. Aber wie fühle ich mich denn jetzt? Dann füge ich mich in dieses Bild wieder ein, ohne gleich wieder nach dem ersten Trading-Tag komplett den Fokus zu verlieren, Querstrich die Motivation, weil ich einfach einen riesengroßen Verlust eingefahren habe. Wie fühle ich mich da langsam rein in solch einen Trade? Und in meinem Fall war es jetzt tatsächlich so, ich war jetzt einfach die letzten 2, 3 Wochen mega abgelenkt durch diverse Projekte an der Stelle. Und mein Trading ist dadurch wirklich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das ist nicht dramatisch, weil es gab auch nicht so viele Plays, ehrlich gesagt, die jetzt so hochattraktiv waren und die mit meinem Handelsansatz korrespondieren im Equities-Bereich. Earnings-Saison kommt zu Ende. Erst wieder ab nächsten Monat, Mitte, Ende nächsten Monats, im Oktober geht es dann wieder richtig los. Aber nichtsdestotrotz, also du spürst dann irgendwann früher oder später, wenn jetzt dieser Modus wieder da ist, wenn du dann auch es geschafft hast, dich wieder mental einzunorden, so möchte ich es mal nennen, und der Fokus wieder gegeben ist, dann möchtest du natürlich wieder zurück ins Spiel. Hast den Markt zwar beobachtet, aber dennoch, es ist halt so ein bisschen erstmal am Beginn leichtes, echt tapsig, aber zumindest mal, dass man sich so versucht reinzufühlen. Und ja, also man kann es schon erahnen. Ich habe da, ich habe nicht nur Spaß daran, darüber zu reden an der Stelle und die Gedanken mit euch zu teilen, sondern dass man kommt relativ schnell von Höchstens auf Stöckchen. An der Stelle, wie gesagt, Tutorial wird nächste Woche in meinem YouTube-Kanal einlaufen. Schaut da gerne vorbei. Es wird Donnerstag, wie gewohnt, 18 Uhr sein. Auch diese Woche Donnerstag, 18 Uhr, wird es ein Tutorial geben. In dem Zusammenhang, nicht in dem Zusammenhang, sondern ein anderes Play an der Stelle. Es ist mit Uber tatsächlich ausgehend von einem Fundamental Game Changer. Ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest mal ein Trade, der eben sich aus technischer Perspektive sehr, sehr attraktiv dargestellt hat. Heute wollen wir blicken. Erstmal auf den DAX und überraschend schwache Performance. Ich muss sagen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Der Bereich um 15,4 rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Und vielleicht hat das auch seinen Grund so ein bisschen darin, dass wir doch an einigen Stellen beginnen, dass es ein bisschen zu knarzen, zu ächzen beginnt und vielleicht sich auch hier dann aus der Inflationsperspektive jetzt anfängt, so ein potenzieller Sturm zusammenzubrauen. Ich habe gefühlt, so, vielleicht bin ich der Einzige, dem das auffällt, aber ein Freund von mir sagte das gestern auch zu mir, sagte, sag mal, kriegst du eigentlich noch was mit Corona mit? Corona scheint plötzlich nicht mehr so ein Thema zu sein. Also wenn man sich da mal so ein bisschen schaut, also Inzidenzen ja, irgendwie, also wenn man mal, weiß ich nicht, Fußballergebnisse im Teletext nachschaut oder so. Also ja, ich bin noch einer von der Kategorie, der macht das noch. Ich komme aus einer Generation, wir hatten noch kein Internet damals und dann hat sich das so eingebürgert und ich habe die Fußballergebnisse immer auf ARD entsprechend über den Teletext abgerufen, aber dann läuft auch in der Headline entsprechend. Zum Beispiel läuft dann irgendwas im Hinblick eben auf die Inzidenz ein, aber das ist alles. Also es ist jetzt nicht mehr gefühlt jedenfalls, dass meine Timeline damit hoch und runter läuft, wo die Inzidenz steht oder dergleichen. Das zeigt, es wird weniger ein Thema. Japan, habe ich gerade eben gelesen, ist zum Beispiel jetzt weg von seinem Emergency State. Am Ende September diesen Monats wird aufgelöst. Bei uns Corona-Maßnahmen sind immer noch vorhanden, ja, aber nichtsdestotrotz, also mit Ausnahme jetzt der Spaltung der Gesellschaft, die Bewusstseins der Politik vorangetrieben wird, im Hinblick auf Tests, die dann kostenpflichtig werden und dergleichen, es scheint immer weniger ein Thema zu werden. Und das in Verbindung mit dann wiederum den massiven Disruptions im Energiebereich. Wir gucken gleich mal auf Natural Gas, also auf die Gaspreise, die durch die Decke schießen aktuell, und den potenziellen
auch Issues, die sich dort in Großbritannien zeigen. Da braut sich ein Sturm zusammen, besonders im Hinblick auf die Wintersaison, die jetzt ansteht. Da könnte es durchaus mal zu dem einen oder anderen Outfall kommen, in Anführungsstrichen, mal einem Ausfall im Energiesektor. Und das ist etwas, ich glaube, das ist so ein Potenzial. Naja, ist das ein schwarzer Schwan? Weiß ich nicht. Also, aber es ist zumindest mal etwas, was vielleicht so ein bisschen beginnt, auf die Stimmung der Marktteilnehmer zu drücken. Also irgendwas brodelt dort gefühlt. Jetzt Post-Taper-Diskussionen aus Jackson Hole und der Fed. Ja, da werden wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich rede und rede und rede. Wir schauen mal ganz kurz, ganz offiziell erstmal den Risikohinweis und dann blicken wir, wie gesagt, auf die Märkte. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin, gehen wegen der Hebelwirkung einher mit dem hohen Risiko, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil schaut man sich erstmal an, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet, dass man dann diese Frage mit Ja für sich beantwortet. Ich möchte das gerne probieren. Demo kann man sich kostenlos runterladen auf markets.com. Dort findet ihr auch den vollständigen Risikohinweis markets.com/de. Dort auch gerne die Möglichkeit nutzen, mit Elena direkt in Kontakt zu treten hinsichtlich Fragen eurerseits zur Produktpalette, die von Markets angeboten wird und die über Devisen CFDs hinausgeht, physische Aktien oder beispielsweise auch ETFs für Investlösungen und dergleichen, klassisches sogenanntes Multi-Asset Brokerage. Seit Beginn diesen Monats übrigens ist es auch so, dass ihr zum Beispiel US-Equities, auf die wir immer mal eingehen, beziehungsweise Equities generell, aber US-Equities hauptsächlich, dass ihr diese kommissionsfrei traden könnt bei Markets. Also auch aus der Perspektive, neben dem Umstand, dass ihr eben dort die entsprechende Trading-View-Umgebung habt, innerhalb derer ihr Trading absetzen könnt durch die Handelsplattform, die MarketsX-Plattform, dass ihr dort eben dann auch die Möglichkeit habt, eben kommissionsfrei zu traden, was durchaus besonders im aktiven Trading-Bereich von Interesse sein dürfte. Habt ihr Fragen zu den Märkten? Grundsätzlich nutzt gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos eure Fragen zu stellen. Gerne mich via Twitter kontaktieren, jk-trading.com/forum, meine Webseite, da habt ihr das Forum, die Trading-Chatbox. Schickt mir gerne eine E-Mail. Ich würde dort gerne von euch lesen und eure Fragen, wie gesagt, beantworten, sofern sie nicht hier im Morning Meeting, wie gesagt, schon bereits beantwortet sind oder werden. Und dann machen wir kurz Folgendes. Ich schaue einmal hier in die Chatbox. Der Martin schreibt hier gerade, läuft das Trading dann übers Fax? Ich finde das, weißt du, wir können da später drüber machen. Und ich amüsiere mich nicht darüber. Also irgendwie, man hat so das Gefühl, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr in diesen Modus verfällt, irgendwie ja, wie soll ich das nennen? Wie nennt man das jetzt am besten? Also so eine geschieht euch recht Haltung einzunehmen. Ja, so trifft es vielleicht. Ne? Also wenn ich mir diese Moralkeule, die einem von überall her ins Gesicht schlägt und wo einem dann gesagt wird, was man sagen darf und so weiter und so weiter. Das ist etwas, das geht mir persönlich echt gegen den Strich. Also mich nervt das wirklich massiv. Ich kann es einerseits verstehen. Ich bin ein sehr weltoffener Mensch. Ich verstehe, dass Menschen sich da gerne auch verstanden, gehört, fühlen wollen und dergleichen. Aber ich fühle mich nicht irgendwie als jemand, der schlecht ist, nur weil ich eben nicht irgendwie auf irgendwelche Eventualitäten oder irgendwelche Minderheiten an der Stelle nicht so intensiv eingehe. Also ich bin da nicht so gut, was das angeht. Ich bin halt jemand, der von sich selber sagen würde, ich bin ein guter Mensch. Ja, so würde ich es mal einfach formulieren. Und ich lasse mir da nicht von jemandem einreden, nur weil ich nur in Herr und Frau unterteile beispielsweise und nicht alle X'e, die da noch irgendwie sich so fühlen, wie sie fühlen, eben nicht direkt anspreche, dass das irgendwie meinerseits böswillig ist oder dergleichen. Also das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, was mir einfällt. Ich habe damit schon seit geraumer Zeit ein wirkliches Problem, auch mit der Entwicklung, die da gesellschaftlich stattfindet, in Bezug auf zum Beispiel diesen Veganismus und was weiß ich, was da alles stattfindet und dass man sich da irgendwie dann schon schlecht fühlt, wenn man irgendwie auf einem Barbecue mit seinen Freunden irgendwie sich freut, dann so einen schönen großartiges Rip-Ei vor sich zu haben oder irgendwelche Rippchen, ja, und einfach Spaß hat da dran und einfach mit seinen Kumpels bei einem Bier einfach sich sein Fleischgelüsten hingibt, ja. Und dann jetzt mittlerweile hat man da immer so ein bisschen so, oh, darf ich das überhaupt sagen? Man weiß ja nie, ob hier nicht eventuell jemand da jetzt die Gefühle des Rib-Eye-Steaks vielleicht noch zum Thema macht. Also, es hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber das ist eine Entwicklung, die ich
wirklich nicht so cool finde. Also ich halte mich da sehr zurück, ich versuche da mir auf die Zunge zu beißen und dergleichen, aber es geht mir wirklich, und das schon seit geraumer Zeit, echt auf die Keks. Besonders dann, wenn man mit Menschen konfrontiert ist, wo ich mir sage, sag mal, du da, die da jetzt sich gegen irgendwelches Tierleid ausspricht, bist du nicht auch diejenige welche, die da mit dem 3-Liter Diesel Mercedes-Kombi vor der Tür steht? Ja, mit der Ledervollausstattung, ja, die ihr, weiß ich nicht, hochdekorierter Oberarzt, der ihr Ehemann ist, ihr im Grunde genommen hingestellt hat, während sie zu Hause eben sitzt, irgendwelche Hanfschals strickt und die Welt rettet. Ja, also ich sollte mich da jetzt nicht zu so sehr verrennen, aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist etwas, das geht einem ganz schön auf den Keks. Und jetzt hast du so diese Idee, wo du sagst, die wollen die Welt retten, aber sehen halt nicht über den Tellerrand hinaus, glauben, das funktioniert. Es funktioniert eben. Ich rede, ich habe jetzt hier den DAX offen, auf den gucken wir gleich. Ich mache mal ganz kurz ein Erdgas. Einmal, dann können wir uns mal den Chart anschauen, wovon ich hier an der Stelle spreche. Das ist jetzt. Nee, Moment, das ist gar nicht der richtige. Ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Auch nicht. Ein Moment. Natural Gas. So, da ist es. Verzeihung, jetzt habe ich es nicht angeklickt. Natural Gas, ja, wie können wir uns auch angucken? Das ist, was wir uns anschauen wollen. Sollte eigentlich. Das habe ich, glaube ich, Mist gemacht. Also, Fakt ist auf jeden Fall einmal, ist, man könnte, wenn man so in diesem Modus sich verrennt, dass man dann sowas sagt wie in Richtung, ja, es passt, das geschieht euch ganz recht. Das geschieht euch ganz recht, dass jetzt da eben offensichtlich eure Weltretterfantasien nicht so sich beginnen, eben zu materialisieren. Das Problem dabei ist nur, dass wir halt vorsichtig sein sollten, weil es wird uns alle an der Stelle betreffen. Denn wir sollten uns auch vor Augen führen, besonders im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben keinerlei Zugang mehr zur Elektrizität. Unser Computer, der wird vielleicht noch auf Laptop oder sonst was, irgendwie auf Akku wird er eventuell noch unproblematisch laufen. Das wäre schon cool, wenn du das jetzt mal hier kurz updaten würdest. Vielleicht. Kurz gucken, ob das funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer der jetzt da gerade Schwierigkeiten hat, aber machen wir es. Wir melden uns einfach nochmal ein. Die Sache ist die, das wird besonders im aktuellen Umfeld, wird uns das, glaube ich, dramatisch, wird uns das um die Ohren fliegen. Wir überlegen auch mal, was das zum Beispiel für Auswirkungen ja auf unser aller Leben hat, wenn jetzt zum Beispiel die Energie ausfallen würde, in solch einer sowieso schon sehr, sehr angespannten Situation. So, da haben wir den Chart. Also hier, dieser dramatische Anstieg, wie gesagt, da ist immer noch diese Unterbrechung, aus welchem Grund auch immer, dass die Kurshistorie fehlt. Aber nehmen wir einfach mal von 2020 hier diesen Tiefs, die im März damals, Corona und Co. markiert worden sind, da lagen wir um 1,60. Hier die Einheit, ganz kurz, machen wir es auch mal ganz kurz, Natural Gas Future. Die Einheit, die wird gegeben in Einheit. BTU, ja. Der Future bezieht, okay, ja, also das ist ein bisschen ungünstig. Guck mal ganz kurz, das ist hier ausgeschrieben. Normalerweise in MMBTU, Englisch Maßeinheit, Henry Hub, Natural Gas. Ich müsste jetzt wirklich gucken, wie genau diese Einheit ist. Also ich bin da kein Experte. Aber irgendwie mit logischem Denken, glaube ich. Ja, vielleicht kann mich das jemand schreiben. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie genau da der die Maßeinheit eben tatsächlich hier ist von NatGas. Aber mit gesundem Menschenverstand kriegst du das, glaube ich, relativ schnell hin. Dass diese Entwicklung, die wir gerade sehen hier, also wir sehen nahezu eine bis hierhin Vervierfachung des Preises in der Standardeinheit von NatGas eben innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Und diese Interruption der Supply Chain, also der Lieferketten an dieser Stelle spiegelt sich sicherlich dann auch hier im entsprechenden im Rohstoffbereich wieder, besonders auch im Gasbereich eben tatsächlich an dieser Stelle wieder. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, dass dadurch natürlich auch entsprechend dramatische Preissteigerungen zustande oder zutage gefördert werden, die auf uns umgelegt werden als Endverbraucher. Neben dem Umstand jetzt mal, dass es eventuell auch in diesem Zusammenhang hier zu Entwicklungen kommt, die in irgendeiner Form dazu führen, dass Unternehmen, die uns oder Firmen,
Firmen oder wie auch immer, Versorger, dass die eventuell in Schwierigkeiten geraten, auch vielleicht infolge der maroden Infrastruktur, die wir hier finden. Also wenn man sich mal beispielsweise in Berlin umschaut, wenn man sich mit Leuten vom THW unterhält, man kommt auf keinen günstigen Ausblick. Und das seitens dieser Herrschaften, mit denen man sich dort unterhält, nur eine Frage der Zeit, wann hier in Anführungsstrichen mal die Lampen ausgehen. Und das in Verbindung jetzt mit diesem starken Anstieg der Rohstoffe. Das ist eben etwas, wo ich sage, naja, das ist aber wiederum etwas, daran konntest du ja erwarten. Wie gesagt, das ist, was ich meine. Wenn diese Menschen, die die Welt verbessern wollen, im Grunde genommen ohne Sinn und Verstand im übertragenen Sinne sagen, wir müssen die Welt retten. Ich verstehe ja, worum es geht, aber man kann auch vernünftig und besonders ein nachhaltiges Konzept dafür entwickeln. Also man könnte jetzt eine Parallel ziehen, man könnte jetzt einfach mal sagen, ich bin jetzt auch kein Programmierer, aber wenn ich jetzt eine Webseite programmiert habe, also so viel geht von meinem Verständnis schon, und ich habe einen entsprechenden Code und ich will jetzt meine Webseite updaten, dann schreibe ich nicht einen neuen Code und setze den auf den alten Code drauf, sondern dann muss ich die Webseite komplett von Grund auf neu kodieren oder programmieren an der Stelle, um eine neue Webseite zu haben mit den jeweiligen Funktionalitäten, um die ich hier erweitern will. Die Infrastruktur, die wir haben im Hinblick auf zum Beispiel unsere Energieversorgung, die ist daran angepasst, auch im Hinblick beispielsweise auf dann Atomkraft zum Beispiel, um unser aller Leben auf dem Stand elektrizitätstechnisch, versorgungstechnisch zu halten, wie wir es aktuell eben vorfinden. Ausgehend von diesen alternativen Energiequellen, regenerativen Energiequellen, die angesteuert werden, sind extreme Verwerfung daraus einfach zu erwarten, weil einfach mal die Infrastruktur, die ausgelegt war auf dann im übertragenen Sinne Atomkraft im übertragenen Sinne, um uns alle zu versorgen mit Energie, dadurch nicht bedient werden können, wenn wir jetzt diese regenerativen Quellen ansteuern. Also das heißt, das ist zwar irgendwie nachvollziehbar, dass man diese Verbesserung auf den Weg bringt, aber sie muss eben auch dann in der Lage sein, den Bedarf zu decken, was eben nicht der Fall ist, neben jetzt den Verwerfungen, die Corona zutage getragen hat. Also wir provozieren, jetzt mal anders gesprochen, massivste Verwerfungen hier in unserem aller gesellschaftlichen Leben durch diese Corona-Pandemie beziehungsweise durch die dann auch auf den Weg gebrachten Energieüberlegungen und die Abkehr von eben klassischen Energiequellen hin zu neuen Regenerativquellen, die dann eben dazu führen, in Verbindung mit diesen Preisanstiegen, die eben jetzt hier sich widerspiegeln, die dann eben dazu führen, dass wir schlichtweg unterm Strich einfach mal potenziell dramatische Verwerfungen, besonders jetzt in die Wintermonate hier auf dem europäischen Kontinent zu sehen bekommen. Jetzt im Hinblick auf Großbritannien ist das ja durchaus gewesen. Ich kann das mal ganz kurz ja hier zeigen. UK Fuel Inflation. Mal gucken, ob das funktioniert. Haben wir es jetzt hier? Hier. Das ist ein Reuters-Artikel gewesen. Trucker Shortage tows inflation in its wake. Sorry, out of use. Also, es ist so gewesen, man sieht da jetzt ein regelrechtes Bunkern von Benzin in Großbritannien. Das hat der ein oder andere mitverfolgt, welches eben darauf zurückzuführen ist, dass man ja hier Schwierigkeiten hat, auch durch den Brexit beispielsweise, eine fortwährende Versorgung dann hier der Tankstellen im übertragenen Sinne in Großbritannien eben hier zu gewährleisten. Und das bedeutet also, die haben jetzt hier eine entsprechende Shortage in diesem Zusammenhang im Hinblick auf die Versorgung mit Benzin der dortigen Bevölkerung. Und die wird, oder die spiegelt sich dann entsprechend natürlich auch in diesen Preissteigerungen wieder. Du hast ein immer sich stärker verknappendes Angebot bei immer stärkerer, größer oder gleichbleibender Nachfrage. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, das ist ein gerne gebrachtes, ist ein gerne gebrachtes Argument, ne? War der Brexit wohl nicht so toll für die Leute dort? Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es darauf alleine zurück geführt werden sollte. Das ist jetzt so in Anführungsstrichen der Mainstream-Sprech. Darauf wird es hingeführt, aber schauen wir uns die Entwicklung hier diesbezüglich in Europa an, dann stellt sich das Bild ja nicht wirklich besser dar. Also das bedeutet, nur den Brexit jetzt hier vorzuschieben als Grund, glaube ich, greift zu kurz. Passt natürlich wunderbar ins Narrativ derjenigen welchen, die in der EU das Paradies sehen und den Euro eben den Wohlstandsbringer schlechthin und die sowieso im Hinblick eben auf den Brexit beispielsweise die Briten in Anführungsstrichen verteufelt haben und als Spinner betitelt und sonst dergleichen. Aber die Sache ist dann in diesem Kontext eben demnach, wenn man sich die Situation jetzt hier auf dem europäischen Kontinent darstellt oder anschaut, dann sieht man eben in dieser Konstellation, stehen wir nicht unbedingt wirklich besser da. Und wir sehen uns eben auch vor dem Hintergrund eben dieser massiven
Verknappung der Rohstoffe eben. Genau, es ist ein Lieferkettenproblem. Aber jetzt, wie gesagt, also im Hinblick eben auf Europa, wir hatten gestern Frau Lagarde, ich muss nochmal hier kurz gucken. Ich habe hier natürlich einen ketzerischen Kommentar, ich mache mal ganz normal anderen auf. Das ist hier die Geschichte mit Rosengreen, Insiderhandel und dergleichen, der jetzt irgendwas als Fatman, als der Chairman der Bostoner Fed eben zurücktritt zum Ende des Monats. Scheint genug Geld mit seinem Daytrading im S&P verdient zu haben. Kurzen Augenblick, ich guck mal kurz. Sind hier die Kommentare von Christine Lagarde gestern? Ich glaube, also um die Frage zu beantworten, ich bin kein Experte, ich habe mich nicht so tief in die Materie eingelesen. Das muss ich an der Stelle eben tatsächlich sagen. Deswegen, da müsste ich, wie sagt man neuerdings so schön, das müsste ich nachreichen. Beziehungsweise ich würde jeden motivieren, da selber einen Blick drauf zu werfen, sich damit mal näher auseinanderzusetzen. Aber im Hinblick, wie gesagt, auf Europa, glaube ich, hat das auch damit zu tun, dass wir nichts in die Infrastruktur investiert haben, um eben diese, in Anführungsstrichen, Energiewende eben in den Griff zu bekommen. Und es ist umso erstaunlicher, ehrlich gesagt, das muss man dazu ja auch sagen, es ist ja umso erstaunlicher, dass wir keinerlei Thematisierung gefühlt irgendwie in den breiten Medien darüber erfahren. Also ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass diese Entwicklung, die wir gerade dort im Rohstoff- und im Gasbereich zu sehen bekommen, dass die eben auf breiter Front zum Thema gemacht werden. Also ihr seht, der ist schon sehr aktiv hier. Supply Bottlenecks. Hier, da, das ist Frau Lagarde gestern gewesen. Kommentar von EZB-Präsidentin Lagarde. Have every reason to believe, base effect, energy inflation not resulting in lasting inflation. Also, sie weist das im Grunde genommen so ein bisschen von der Hand. Das hat nichts eben damit zu tun, dass es da irgendwelche Supply Chain Interruptions gibt oder irgendwelche infrastrukturellen Probleme oder sonst dergleichen. Nein, sie geht davon aus, das ist ein Base-Effekt, wie auch immer der definiert sein mag an dieser Stelle. Und sie sieht an der Stelle auch keinen Grund, dass es in einem sich nicht vorübergehenden Effekt, sondern dass sich das nicht in einem permanenten, sondern in einem vorübergehenden Effekt eben zeigen wird. Also dass das früher oder später wieder sich legen wird, diese Problematik. Ihre Worte in Gottes Ohr. Also wir hoffen das mal an dieser Stelle. Wie gesagt, der Winter steht vor der Tür und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann in dieser Konstellation doch ein ziemlich brisantes Umfeld eben tatsächlich vorfinden. Ja? Und Gott bewahre, solche ketzerischen Kommentare zu sagen wie, eventuell kriegst du in Zukunft deine Energie nur noch gegen Vorlage deines Impfstatus. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja, wer weiß, wo sich dieser Wahnsinn, den wir jetzt hier gerade alle in Reinform irgendwie erfahren, wohin der sich weiterentwickelt. Also das sind schon Entwicklungen. Ich weiß, also ich komme immer nur zu bösen Schlussfolgerungen aus dem, was wir hier gerade sehen und was in keinster Form irgendwie attackiert oder irgendwie in irgendeiner Form angegangen wird. Also im Hinblick auf Bauholz haben wir uns diese Entwicklung angeschaut. Schaut euch das an. Ich will das nochmal kurz hier zeigen. Lumber. Wo haben wir sie denn? Lumber? Random, ja. Random Length. Machen wir das mal. Bin mir aber nicht, an der Stelle nicht sicher. Nee, das ist nicht der richtige Kontrakt. Ein Moment. Ein Moment. Lumber Future. Futu Holding, Lumber Future. Okay. Alle. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Crude Oil. Continuous, dann nehmen wir den mal. Das sieht doch gut aus. Damit kann man doch arbeiten. Hier, diese Entwicklung, wir erinnern uns dran. Solch eine Entwicklung haben wir auch im Bereich Bauholz gesehen, Lieferengpässe. Bauholz ist jetzt allerdings ja nicht unbedingt, ich sag mal, Voraussetzung dafür, eine fortwährende Versorgung mit Energie in unseren Gefilden zu gewährleisten. Im Falle von Gas an der Stelle sieht die Situation doch schon deutlich anders aus. Und ja, das ist dann eben durch eine entsprechende massive
durch eine massive Angebotszufuhr des Marktes ist dieses Problem in Anführungsstrichen in den Griff bekommen worden. Und wir haben eben ausgehend von diesen Hochs hier im Mai, haben wir mittlerweile eben Preisniveaus zu sehen bekommen, die uns sogar auf neue Jahrestiefs zwischenzeitlich geführt haben und dann eben im Grunde genommen auf die Niveaus von Oktober. Wir sind allerdings immer noch substanziell oberhalb jener Niveaus, also rund 50% jener Niveaus, die wir hier kurz vor Ausbruch der Corona-Krise zu sehen bekommen haben. Das sollten wir nicht vergessen. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, jetzt geht es in den Winter, in Anführungsstrichen. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Ein Freund von mir sagte zwar, du, mein Öltank ist voll, also meine Energieversorgung ist im übertragenen Sinne, ist die gewährleistet. Allerdings ist das eventuell etwas, was hoffentlich dann sich nicht zu lange eben darstellt, beziehungsweise das nächste Mal, wenn du den Tank voll machen musst, dann musst du wahrscheinlich substanziell tiefer in die Tasche greifen, jetzt mal sehr einfach gesprochen. Und also, worum es hauptsächlich geht es an dieser Stelle, dass diese daraus resultierenden potenziellen Verwerfungen, die das auch gesellschaftlich auf den Weg bringen könnte, ja, also wie gesagt, wir sehen kontinuierlich sich aufbauende Spannung, Spaltung der Gesellschaft, die vorangetrieben wird durch entsprechende Kampagnen, die seitens der Politik forciert werden, keinerlei Adressierung dieser Lieferengpässe, Thematisierung von irgendwelchen Dingen, die gefühlt nichts mit unser aller Leben zu tun haben, sondern irgendwelche Nebenschauplätze eben aufmachen, um vielleicht von den eigentlichen Problemen abzulenken. Also Spannungen, die sich kontinuierlich immer weiter aufbauen und die bewusst auch seitens der Politik aufgebaut werden. Wir sehen in Ergänzung hierzu eben diese Entwicklung am Energiemarkt. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommen wir mal zum DAX in dem Zusammenhang. Eventuell ist das hier jetzt so eine Entwicklung, die wir bis dahin nicht auf dem Schirm hatten und die genau dieses Gefühl bedient, von dem ich eben im Hinblick eben auf dieses Grummeln in Anführungsstrichen vor einiger Zeit schon sprach, wo ich sagte, irgendwas stimmt nicht, irgendwas, da baut sich irgendwie gefühlt eine Spannung auf. Und naja, wie gesagt, Taper, Reduktion der Anleiheaufkäufe, jetzt im Hinblick auf die Finanzmärkte, ganz besonders gesprochen, Reduktion der Anleiheaufkäufe, beziehungsweise jetzt sogar ein Tightening, da hat es eine relativ starke Reaktion sogar des Marktes gegeben. Aber diese Entwicklung, die wir jetzt eben hier sehen, diese Entwicklung besonders am Energiemarkt, die sind durchaus etwas, die nicht unterschätzt werden sollten. Und wo ich durchaus das Potenzial sehe, dass besonders dann sich jetzt hier zeigende, nicht als vorübergehende Inflationseffekte bemerkbar machende Impulse am Energiemarkt, sprich im Gasbereich dann an der Stelle ganz besonders, dass das eben dazu führt, übrigens parallel dazu, das sollten wir vielleicht auch zum Thema machen. Gestern kam das auf, da war eine Frage. Und zwar von, das ist der Continuous Contract. Das ist WTI an dieser Stelle. Ich guck mal ganz kurz, Brent hat, glaube ich, ein Brent Continuous Contract hat einen leichten Aufschlag. Stelle. Wir hatten gestern das zum Thema gemacht, und zwar den Rücksetzer, ich guck mal kurz hier, 28. Haben wir es nicht hier zum Thema gemacht? Ich glaube ja, ne? Long gegen die 78,30, 78,20er Region. Ich glaube, diesen Bereich hatten wir hier zum Thema gemacht. Oh, ja, das ist wieder große Story gefehlt. Also von dort auf jeden Fall Ziel Richtung 80 hatten wir zum Thema gemacht. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen vielleicht, dieses Setup. Das hatte ich gestern in der Discord-Community, hatte ich das gepostet. Da kam nämlich die Frage vom Andreas auf. Und zwar hier. So, jetzt zieh ich es mal ganz kurz hier rein. Also, da könnt ihr das sehen. Also 79,20, 79,30 mit engem Stop, 78,90. Diesen Bereich, den sind wir jetzt knapp angelaufen. Also eventuell hat man den Fill ganz knapp verpasst, weil wir relativ zügig hier, man kann es dann sehen, weil wir relativ zügig eigentlich wieder deutlicher angestiegen sind und nicht ganz in die Gefilde um 78,30 vorgestoßen sind. Aber dieses Szenario bis hierhin, heute früh, in den frühen Handelsstunden, sind wir bis auf fast $80 hochgekauft worden. Das hat sich eben jetzt begonnen hier zu zeigen. Also könnte auch oder ist auch potenziell übrigens ein heißer Markt, den sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also das ist jetzt durchaus ein Markt, der in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und wo auch die Einzeltitel dann aus diesem Bereich, auch ETFs und dergleichen, wahrscheinlich ein erhöhtes Volumen sehen werden. Also das ist ebenfalls etwas, das man dann für Equities Trader in Betracht ziehen sollte. Aber jetzt, wir fokussieren uns mal auf die übergeordneten Brent und beziehungsweise WTI dann an der Stelle. Und in dieser Konstellation, also diese Entwicklung, die wir jetzt im Gasbereich sehen, die spiegeln sich natürlich auch wieder jetzt hier in den entsprechenden Aufschlägen in Öl. Auch das ist übrigens nochmal eine Entwicklung in dieser Konstellation, das ist wie gesagt jetzt Brent beziehungsweise auch WTI, die schon vor rund einem Jahr von einigen Makro-Tradern zum Thema gemacht worden sind, die gesagt haben, ich wäre nicht überrascht,
So kann man das jedenfalls dann bei denen in den Twitter-Timelines zum Beispiel nachlesen, wenn wir im Hinblick auf Öl eher früher als später infolge dieser aktuellen Politik, die wir sehen und der sich abzeichnenden Lieferengpässe, der aber weiterhin gegebenen Nachfrage nach einfach dann an der Stelle fossilen Brennstoffen, dass das einfach dazu führen wird, dass wir in Richtung 100 Dollar laufen und dass wir infolgedessen einen massiven Anstieg auch der Inflation zu sehen bekommen. Also man konnte das durchaus und also spätestens, also nachdem wir eigentlich auf diese damaligen Verwerfungen hier am Energiemarkt, wir erinnern uns an die negativen Ölpreise, die wir im April war es, April 2020 zu sehen bekommen haben und so weiter. Spätestens, als wir darauf dann diese starke Reaktion gesehen haben und hier diese kontinuierliche Aufwärtsdrift initiiert haben, hatte man relativ zügig dann vor dem Hintergrund, nachdem sich auch dann das zettelt, also das heißt, der Staub so ein bisschen gelegt hatte, hat man relativ zügig eigentlich den Eindruck gewinnen können, dass wir hier eher früher als später, besonders hier diese Widerstandsregion, also das sind die 2019er Jahreshochs, beziehungsweise die Hochs gewesen, die wir noch vor Corona hier im Januar ausgebildet haben, um roundabout 66 Dollar wahrscheinlich rausnehmen dürften. Und das ist jetzt, hat nicht nur stattgefunden, sondern wir sehen auch, dieser Bereich konnte gehalten werden. Also wir sind zwar kurzzeitig aus diesem Aufwärtstrendkanal rausgefallen auf der Unterseite, aber zwischenzeitlich eben wieder deutlich auf der Oberseite angestiegen und auf neue Jahreshochs gestiegen. In Verbindung mit den aktuellen Entwicklungen, die wir sehen, spricht hier relativ wenig dagegen, dass wir diese Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und eher früher als später uns darauf einstellen sollten, dass wir wieder dreistellige Preise hier für ein Barrel Öl zu sehen bekommen, also WTI an der Stelle eben zu sehen bekommen. Brent eventuell ein bisschen früher, oberhalb der 100er-Schwelle. Aber das scheint durchaus ein realistisches, in Betracht zu ziehendes Szenario eben tatsächlich zu sein. Und zeigt ebenfalls auch, wo aktuell die Action potenziell ist. Also wir wollen uns gar nicht so sehr vielleicht auf die damit einhergehenden gesellschaftlichen Verwerfungen oder dergleichen konzentrieren. Da muss jeder sich sein eigenes Bild eventuell machen, wie er damit umgeht, beziehungsweise was infolgedessen zu erwarten ist. Für uns als Trader sind das auf jeden Fall jetzt derzeit extrem heiße Märkte, die eine entsprechende Volatilität bieten und wo wir eben auch dann durchaus stärkere trendige Strukturen zu sehen bekommen, beziehungsweise auch potenzielle scharfe Squeeze Bewegung vielleicht auf den Weg gebracht werden, dann auf der Oberseite, die zum Beispiel dazu beitragen, wie gesagt, dass wir halt relativ zügig, vielleicht sogar ein bisschen gefühlt um 100 Dollar laufen. Genau, also das im Hinblick eben auf die aktuelle Entwicklung, wie gesagt, im Gasbereich. Nochmal, das ist etwas, was eben die Brisanz jetzt im Zug auf Equities erhöht. Diese anziehende Inflation. Die macht sich ja durchaus auch bemerkbar, potenziell in den, vielleicht jetzt auch mit Ausblick auf die Quartalsberichtssaison, macht sich ja schon bemerkbar auch bei diversen Unternehmen. Stichwort FedEx. Also FedEx war jetzt gestern bei mir auf der Agenda. Ich habe das aus technischer Perspektive getradet für ein potenzielles Bounce Play. Aber der Haupttrigger, der die Aktie in meinen Fokus gerichtet hat, war der Earnings Release letzte Woche, innerhalb dessen ganz klar kommuniziert wurde, dass man eben aktuell eine Labor Shortage hat. Also das heißt, Arbeitskräftemangel vorherrscht, beziehungsweise entsprechend höhere Löhne gezahlt werden müssen, was sich natürlich auf die Gewinnmarge dann in dem Fall des Unternehmens auswirkt. Jetzt mal unabhängig, also es sind ja nicht nur, das hatte der Andreas letzte Woche innerhalb unseres Spezials zur Markteröffnung am Mittwoch, glaube ich, war es, und am Donnerstag, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte das gesagt. Ja, im Falle von FedEx beispielsweise handelt es sich ja nicht nur um irgendwelche Paketboten, jetzt die ich irgendwo günstig schieße und sage, komm, hier hast du ein paar Pakete, jetzt fahr die mal bitte raus, also ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber das ist ja ein richtiges Logistikunternehmen, wo wirklich hoch ausgebildete Fachkräfte an neuralgischen Stellen benötigt werden, um eben den Ablauf innerhalb des Unternehmens weiter zu gewährleisten. Und genau diese Engpässe im Arbeitskräftebereich, die machen sich dahingehend bemerkbar, dass eben höhere Preise gezahlt werden müssen. Neben den Umständen, dass es sowieso diese Supply Chain Interruptions gibt, dass eventuell weniger Dienstleister auf diese Logistikunternehmen zugreifen, weil es einfach preislich für sie sich aktuell in Anführungsstrichen nicht rechnet, beziehungsweise für sie nur unprofitabel machbar wäre, sofern das überhaupt möglich ist. Eventuell kommt es dann früher oder später zum unausweichlichen Shutdown des jeweiligen Betriebes beispielsweise. Also, und diese Aussicht auf eben diese anziehende Inflation, die sich jetzt in der realen Wirtschaft beginnt, die sich in die reale Wirtschaft beginnt hineinzufressen, ist eben durchaus etwas, was auf die Gewinnmargen Auswirkungen hat, was die Guidance für die kommenden Monate
durchaus betrifft. Also sprich, die Guidance betrifft dahingehend, dass man hier jetzt schon viel an Wachstum in Anführungsstrichen eingepreist hat oder beziehungsweise an Gewinnaussichten, die sich eventuell infolge dieser jetzt stärker anziehenden Inflation, des anziehenden Preisdrucks eben nicht realisieren lassen. Und genau das ist etwas, was dann eben durchaus das Risiko birgt, dass es hier zu einem tieferen Leg-Down eben kommt. Dass es dann im Zusammenhang mit dem DAX, beziehungsweise gleich auch im Hinblick auf den S&P, einfach zu einem stärkeren Impuls kommt, der uns eben durchaus nochmal realistisch in Richtung der 15.000er-Region und auch tiefer führen könnte. Also, Haupttreiber dafür hätten wir jetzt eigentlich erwartet, wäre eben die restriktivere Fed gewesen. Auf die hat der Markt insgesamt sehr stark reagiert. Stattdessen sehen wir jetzt in dieser Konstellation eher eben diesen anziehenden Inflationsdruck, der sich beginnt eben breit zu machen und dann eben jetzt hier die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der 15.000er-Region nach sich zieht, was dann hier untergeordnet dazu führt, dass wir aktuell den Fokus ganz klar auf der 15.400er-Marke sehen. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber der Markt gibt den Takt vor, gibt die Richtung vor und an der Stelle sehen wir zurück doch die 15.4 in den Mittelpunkt des Geschehens und nicht auf der Oberseite der Bereich um 15.800 bzw. am 15.900er war dann die 16.040er-Region Allzeithochs. Und sofern wir uns unterhalb weiter des EMA 50 hier Intraday jetzt auf 5-Minuten-Basis zeigen, sehe ich eine realistische Chance, dass es eine ernsthafte Attacke und auch Break unter die 15.400er-Marke gibt, dann mit weiterem Abwärtspotenzial in den kommenden Tagen bis Richtung 15.000, eventuell sogar eine Flush tatsächlich darunter. Und in dieser Konstellation sehen wir dann auch, wie wichtig es gewesen wäre und was nicht gelungen ist im S&P. Na, der ist nicht so gut hier. Nehmen wir mal den auf Stundenbasis. Dass es zu einer Rückeroberung dieses Bereichs hier kommt. Also, dass wir über die 4.500er-Marke zurücklaufen, was nicht gelungen ist. Also, wir sehen es gestern hier in den frühen Handelsstunden. Wir prallten gegen diesen Bereich ab. Das war so, ja, europäischer Handel, so Pi mal Daumen. Wir haben gestern ja im DAX uns, naja, also jetzt nicht mega stark, aber auch nicht mega schwach präsentiert. Also es war so, dass wir einen bullischen Push gesehen haben zur Markteröffnung hier, die 15.7 angelaufen sind und dann aber überrollten. Wir rutschten dann in Richtung und leicht unter die 15.600er-Marke, aber es war jetzt nicht irgendwie dramatisch oder sehr, sehr schwach, was wir zu sehen bekommen haben. Allerdings hat es im S&P eben dazu geführt, diese verhältnismäßig schwachen Vorgaben aus dem US-Handel, aus dem europäischen Handel, Verzeihung, dass wir eben nicht über 4.500 Punkte dann gelaufen sind. Und es hat dann auch im Nachgang, also nachmittags, keinerlei Anzeichen gegeben, dass es eben hier zu einem Versuch kommt, diesen Bereich zurückzuerobern. Stattdessen rollen wir über, der VIX, also der Volatilitätsindex auf den S&P, läuft zurück über 20 Punkte aktuell und wir konsolidieren halt unterhalb, was die Short-Seite begünstigt und was in diesem Zusammenhang jetzt die Wichtigkeit hier dieses Bereichs um 4.420 Punkte beginnt, in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Dieser Bereich, den erachte ich alles in allem als verhältnismäßig brisant dahingehend, dass wenn wir uns nicht darüber halten könnten, also wenn es nicht gelingt, diese 4.420er-Region dann auch mit Ausblick auf die US-Märkte heute Nachmittag zu halten, dass das durchaus dazu führen könnte, dass wir eine ernsthafte Attacke nochmal auf den 4.400er-Bereich, beziehungsweise sogar Drop darunter zu sehen bekommen, dann Notierung anlaufen 4.380, beziehungsweise 4.350, 360 ungefähr zunächst, was dann wiederum bedeutet, zurückblickend auf den DAX, der von uns hauptsächlich gehandelt wird, ein Break unter 15.400 Punkte scheint dann durchaus wahrscheinlich, wenn wir nochmal nicht zügig und dann auch zur US-Eröffnung die 4.420er-Marke eben tatsächlich halten können. Ja, also das im Hinblick auf den S&P. Auch in dieser Konstellation, das ist echt blöd, ehrlich gesagt. Moment, ich gehe mal ganz kurz hier nochmal drauf. Weil wir brauchen nämlich diesen kurzen Spike hier drunter, damit wir den übergeordneten Trend haben. So. Ja, wir nehmen Spider. Wir machen es mal so. Wir nehmen mal den Spider. Das ist der ETF auf den S&P. Oh. Dann haben wir auch hier das entsprechende Volumen. Das sieht eigentlich nach einer potenziellen Umverteilung aus in diesen Gefilden. Ne? Also wir sehen hier einen verhältnismäßig hohen Volumenspike. Das ist der höchste Volumenanstieg gewesen seit März eigentlich. Ich muss gestehen, allerdings, wenn ich mich richtig zurückentsinne, war März wesentlich volatiler. Also mit dem damaligen Spike in Zinsen, übrigens auf dem kommen wir auch gleich zu sprechen, Stichwort Inflation. Das ist nicht zu unterschätzen. Dieser Spike, der in Zinsen jetzt stattfindet, den haben wir in dieser Form letztmalig, ich mache mal kurz zu, eben im März zu sehen bekommen. Und also hier haben wir 10-jährige US-Zinsen.
Wir sehen, die sind gestern in Richtung 1,5, kurzzeitig sogar über 1,5% gelaufen. Das hatte ich, Moment, ich guck mal kurz. Hier. Das war ein Tweet gestern von Jerome Blokland an der Stelle, der diese Thematik hier einfing. Also ist der gleiche Chart, nur in Linienform eben und grafisch ein bisschen anders aufbereitet, aber es sind die gleichen Daten, die hier heranzählt für 10-jährige US-Zinsen. Und 1,5%, also dieses Niveau sind wir angelaufen. Wie ist das zu erklären? Also wo kommt dieser Spike in Zinsen potenziell her? Ganz kurz zur Erklärung. Oder beziehungsweise warum deutet das auf Inflation hin? Weil du einfach eine Kompensation der Marktteilnehmer für eine anziehende Inflation wünscht, wenn du eben Anleihen kaufst. Also das bedeutet, in einem Umfeld, in dem du eine steigende Inflationserwartung hast, willst du einfach eine höhere Verzinsung für von dir gekaufte Anleihen sehen. Und demnach steigen in einem Umfeld, in dem die Inflation steigt, offensichtlich, und in dem es auch nicht als transitory gesehen wird, sondern als permanent, also nicht als vorübergehend, sondern als permanent, siehst du eben einen entsprechenden Spike in Zinsen. Und genau diese anziehenden Zinsen, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, sind eben potenziell auch der Treiber dann für die bärische Action, in dem Fall eben am Equities-Markt, beziehungsweise dann im Hinblick eben auf den S&P. Mal schauen, wie weit hier diese Entwicklung in Anführungsstrichen getrieben wird. Weil jetzt ist die Sache die, also wie ich gerade schon sagte, wir hatten ein verhältnismäßig hohes Volumen, was hier gehandelt worden ist in diesem Bereich, was darauf hindeuten könnte, dass es sich um eine Umverteilung gehandelt hat. Eine ähnliche Entwicklung hatten wir auch in den Qs, also das heißt hier im Nasdaq, tatsächlich aber nicht so stark ausgeprägt. Also das Volumen hier, man kann sehen, als die Zinsen deutlich anzogen und deutlich auch über 1,5% liefen, das war hier diese Entwicklung damals, also ähnliche Niveaus interessanterweise, das ist so gewesen, dass wir deutlich erhöhtes Volumen eben hier gesehen haben. Das macht sich hier noch nicht bemerkbar. Aber im Spider ist das durchaus erkennbar, also im S&P 500 an der Stelle, beziehungsweise im ETF auf diesen. Und jetzt könnte es sein, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen das, worauf wir uns vielleicht einstellen sollten, dass es nochmal einen Retest dieser Tiefs gibt und sich dann beginnt die Frage zu stellen, gelingt es jetzt ein höheres Tief zu machen oder rutschen wir nochmal auf tiefere Gefilde, die uns dann in dem Fall unter 4200 Punkte vielleicht sogar führen. Also eine tiefere Korrektur, eine etwas in Anführungsstrichen stürmischeren Start ins vierte Quartal eben nach sich ziehen. Ich bin immer noch, genau auch anknüpfend an das, was ich gestern gesagt habe, eigentlich positiv für Equities. Und ich sehe eigentlich weiterhin, trotz dieser aktuellen Entwicklung auch aus inflationstechnischer Perspektive, keinen Grund, hier in irgendeiner Form jetzt eine tiefere Korrektur zu sehen. Bin eher bullish in den Jahresschluss hinein. Aber auf jeden Fall gilt es jetzt für die Bullen an dieser Stelle, diesen Bereich wirklich um diese Tiefs, die letzte Woche hier markiert worden sind, zu halten. Denn andernfalls, wenn wir tiefere Tiefs markieren, könnte das durchaus nochmal ein tieferes Einknicken geben, welches sogar uns, naja, ich will es jetzt nicht beschreien, aber eventuell eine Korrektur zu einer Korrektur führen könnte, die uns bis in Gefilde um 4000 Punkte sogar führen, was dann auch im DAX einen sehr deutlichen Flush nochmal unter 15.000 Punkte nach sich ziehen dürfte. Parallel dazu natürlich diese Zinsentwicklung und ein Blick auf Gold. Also wer sich gefragt hat, diese aktuelle Schwäche in Gold, die hatte sich ja schon abgezeichnet. Dadurch ganz besonders, was letzte Woche eben im Hinblick auf die Fed stattgefunden hat. Dieses fehlgeschlagene Rückerobern an der Stelle eben hier der 1780er Region. An der Stelle ist es eben so, dass wir jetzt einen deutlichen Flush nochmal auf der Unterseite sehen durch diese Entwicklung am Zinsmarkt. Wir haben ja eine negative Korrelation an dieser Stelle von Gold und Zins, hauptsächlich eigentlich Realzins, Realverzinsung. Auch die machen wir ganz kurz hier nochmal auf. US Real Yield. So, da kann man das hier erkennen. Also wir stabilisieren uns unterhalb von minus 1% für 10 Jahre realverzinst. Das ist weiterhin ein eher ungünstiges Fenster, in dem wir uns hier bewegen. Also sprich anders formuliert, einerseits steigen die Zinsen, also das heißt die Zinsen für 10-jährige Schuldtitel, aber parallel dazu steigt derzeit nicht die Inflationserwartung. Das dürfte sich früher oder später wieder wandeln. Dann bleibt abzuwarten, ob Gold darauf bullisch reagiert. Das hat es in der jüngeren Vergangenheit ja auch gegeben, dass wir zwar zunehmend negative Realverzinsung gesehen haben, aber dann in diesem Zusammenhang Gold davon hat nicht derart profitieren können, wie wir es erwartet hätten, was eben auf relative Schwäche derzeit eben hindeutet. Aber grundsätzlich könnte man sagen, das, was wir derzeit sehen, ist eventuell nochmal die Basis, der Treiber für eventuell nochmal einen tieferen Flush, der uns in Richtung 1700, 1680 führt. Also ich will weiterhin Gold im aktuellen Umfeld ungern long sein. Aktuell ist es unweigerlich so, ganz kurzfristig betrachtet, wer Gold kurzfristig handelt,
willst du jetzt mindestens sehen, um überhaupt Long in Betracht zu ziehen, dass wir über 1747, 1748 uns zurückbewegen. Also das heißt, oberhalb dieses Bereiches hier beginnen uns zu stabilisieren. Wenn das nicht gelingt, ist eher davon auszugehen, dass wir noch einmal diese vielleicht auch in Anführungsstrichen Übertreibungstiefs jetzt von heute früh anlaufen, 1735, respektive darunter dann eben die Gefilde 715 und darunter eben die 700er bzw. 690, 680er Region eben anlaufen. Also das heißt, der Short-Modus weiter vorhanden bleibt. Wir wissen auch, dass Gold ja, so eine, ich nenne sie jetzt mal Flash-Crash-Tendenz hat. Flash-Crash-Tendenz, also dahingehend, dass wir relativ zügig sehr scharfe Abschläge sehen und starke Angebotsüberhänge eben massive kurzfristige Abschläge eben initiieren können. Das ist also durchaus etwas, was hier recht zügig tatsächlich sogar ablaufen kann. Nochmal ein bisschen dramatischer stellt sich die Situation vielleicht sogar in Silber dar. Da kann man es nämlich auch erkennen, da laufen wir jetzt in einen Bereich wieder auf der Unterseite hier, der durchaus brisant ist. Das ist die 22er-Region. Wir sind heute früh schon in diese Gefilde vorgestoßen. Ich hatte mal gesagt, aus rein global makrotechnischer Perspektive, Silber ist eventuell sogar noch mal attraktiver für Edelmetall-Trader an der Stelle als Gold, hat also durchaus nochmal eine potenzielle Outperformance. Das einzige Problem in Anführungsstrichen, das kommt so ein bisschen auf den Trader-Typ an. Wenn du ein, ich nenne dich jetzt mal Beta-Charakter bist, also Beta-Charakter bedeutet an dieser Stelle, dass du einfach eine höhere Volatilität in deiner Kapitalkurve bereit bist, in den Kauf zu nehmen, dann bist du mit Silber im Vergleich zu Gold wesentlich, in Anführungsstrichen, besser bedient. Also das ist dann durchaus eine attraktivere Variante. Wenn ich ein Portfolio edelmetalltechnisch aufbaute und die Wahl zwischen Gold und Silber hätte, würde ich ausgehend von meinem Anlegerprofil sagen, ich tendierte eher zu einem Outweight Gold und würde Silber als Performance Booster in Anführungsstrichen dann dazu nehmen oder beziehungsweise also hinzustreuen, beistreuen oder wie auch immer das Wort dafür ersetzt. Also das ist allerdings jetzt in dieser Konstellation ist das, beginnt das ziemlich brisant zu sein, weil das auch tradingtechnisch dann selbst für konservative Trader beginnt attraktiv zu werden, CRV-technisch. Wenn es einen kurzen Flush in Richtung und unter die 22 gibt, vielleicht auch so nochmal so ein Flash-Crash-Szenario möchte ich das fast mal nennen. Also es ist ein bisschen übertrieben. Also nicht wirklich Flash-Crash, aber zumindest mal ein stärkeres bärisches Momentum. Ein Flush unter die 22. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwo im Bereich 21,50 allerspätestens, vielleicht 21,30 vielleicht, potenziell attraktiven antizyklischen Long Trade eben sehen könnten, besonders wenn es einen aggressiven Flush eben gibt, der dann einen relativ scharfen Bounce nach sich zieht, sollte das einhergehen, korrespondieren mit einem zeitgleichen kurzen Pop in den Zinsen auf der Oberseite. Das ist hochspekulativ an der Stelle, aber es könnte CRV-technisch sehr attraktiv sein. Wir erinnern uns in der Konstellation mal daran, innerhalb weniger Sekunden tatsächlich, oder naja, es waren dann eher Stunden, aber nichtsdestotrotz, gab es diesen Flush da in Richtung der 22, das war am 9. August hier und wir sind dann von Gefilden um 22 Dollar ungefähr, 22,10 sind wir innerhalb kürzester Zeit fast 2 Dollar fester gehandelt worden, also 10% Bounce, den es hier gegeben hat. Und das ist durchaus eine Konstellation, die auch hier vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Überlegung wäre. Also das heißt, das ist zwar einerseits hochspekulativ, aber CAV-technisch scheint mir das durchaus attraktiv zu sein, solch ein Spike-Szenario, also Fischlimit auf der Unterseite und dann entsprechenden Bounce zurück eben tatsächlich in Betracht zu ziehen. Setzt sich natürlich voraus, dass die grundsätzliche Situation sich nicht dramatisch eintrübt und dass es hier zu massiven Turbulenzen eben gibt, die am Zinsmarkt, die dann entsprechendes Deleveraging begünstigen und dergleichen. Da würde natürlich dann Silber solch ein Szenario hier ebenfalls wenig Positives abgewinnen, oder würde ich Silber wenig Positives abgewinnen, würde er erwarten, dass wir vielleicht sogar noch mal, auch wenn es überraschend käme, aber Richtung 20 eben tatsächlich abverkauft würden. Aber Silber lohnt an der Stelle auf jeden Fall einen tieferen Blick. Das könnte ein ziemlich volatiler Ritt eben werden, sollten wir einen kurzen Pop oder Flush an der Stelle eben unter die 22 zu sehen bekommen. Und ja, blicken wir noch mal ganz kurz hier auf die Entwicklung in Bitcoin. Da muss ich jetzt gerade stehen. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was war unser gestriges Szenario, was wir skizziert haben? Das war eher die Long-Seite, ne? Ich bin gerade ein bisschen überrascht, wo meine Linie hin ist, ehrlich gesagt.
Was hatten wir jetzt zum Thema gemacht? Jetzt mal ganz kurz gucken. Gestern war der 27. 27.10, das war hier, diese Region. Ich glaube, wir hatten es long gegen diesen Bereich positioniert, oder? Kann das sein? Ach so, oh, Verzeihung. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das war der 27. August, da fehlt ja auch die große Historie. Kurzen Augenblick. Dann müssen wir hier wieder kurz zurückgehen. So, einen Augenblick. Stunde. Ja. Hier hatten wir das eingezeichnet gehabt. So, also das war diese recht starke Reaktion und das Halten hier der 43.000 Region. Jetzt erinnere ich mich wieder, da ist die Betrachtung von gestern. Dieses Halten dieses Bereichs, wir sind jetzt allerdings unter diesem Bereich gedroppt. Also das heißt, dieses gestern kurzfristig skizzierte bullische Bild ist jetzt erstmal hinfällig. Und zwar so lange, wie wir es nicht schaffen, jetzt über die 43 zurückgehandelt zu werden. Jetzt kommt es tatsächlich darauf an, es kommt tatsächlich darauf an, ob wir diesen Bereich hier halten können, ungefähr 41.000. Wenn nicht, dann sehe ich durchaus die Gefahr einer nicht nur Attacke auf, sondern einer ernsthaften Attacke eines Fall oder eines Rutsches unter die 40.000er Marke, die dann sogar die 30.000er Region eben aktivieren könnte. Schauen wir mal. Also das ist jetzt die Key Level. Wenn es gelingen sollte, die 43 zurückzuerobern in Bitcoin, dann wäre das eher long. Denn wir würden auch hier in der Konstellation ein höheres Tief dann auf jeden Fall erstmal markieren, ausgehend von der Price Action jetzt der letzten 2, 3 Tage, 4 Tage, nachdem es hier in China eben diese Ankündigung gab, Kryptowährung oder Kryptohandel, Krypto-Trading, Krypto-Transaktionen grundsätzlich als per se illegal eben zu klassifizieren. Also in dem Zusammenhang, wie gesagt, wäre jetzt eine Rückeroberung der 43 dahingehend positiv, weil es eben höhere Tiefs nach sich ziehen würde und eine Verteidigung auch der am Wochenende hier ausgebildeten Tiefs. Droppen wir die. Also gehen wir unter 41.000 bzw. 40.700, dann Attacke auf die 40 und Flush tiefer Richtung 30.000 durchaus in Betracht zu ziehen. Ja, sehr gut. Das also im Hinblick auf Krypto. Ich gucke mal ganz kurz. Kubikmeter Gas, okay, MMBTU, ja, sind 26,4 Kubikmeter Gas. Das ist bezogen, also das schreibt G. Lolo gerade, die Versorgungsengpässe entsteht durch einen Mangel an Fachkräften, also LKW-Fahrer an der Stelle, nicht durch Rohstoffknappheit. Das ist aber genau der Punkt. Also es ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass wir jetzt in irgendeiner, also ich hoffe nicht, dass ich das gesagt hätte, weil das stimmt nicht. Das ist absolut richtig. Es ist keine Rohstoffknappheit, gibt es nicht. Es sind aber Versorgungsengpässe, die infolge der Unterbrechung dieser Lieferketten einfach entstehen, zu denen natürlich auch dann entsprechend Fachkräfte gehören, die diese in der Lage sind, von A in Anführungsstrichen nach B zu transportieren oder auch die Infrastruktur. Also übergeordnet gesprochen, die Infrastruktur, die da eben eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie die Situation sich diesbezüglich an der Stelle in Europa darstellt. In Bezug aufs Vereinigte Königreich ist das definitiv ein Thema. Plus in Ergänzung hierzu ist natürlich dann aber auch dennoch natürlich das Abgeschnittensein durch den Brexit eventuell, welches hier entsprechend eine Rolle eventuell spielt. Also das wiederum, also es begünstigt, ich glaube, es kommen viele Faktoren einfach schlichtweg einfach derzeit zusammen, die diese Entwicklung hier in der Rohstoffperspektive oder Rohstoffhemisphäre in Anführungsstrichen einfach begünstigen. Und nochmal, und das ist das, was eigentlich beunruhigender ist an dieser Stelle, keinerlei Adressierung finden. Also man hat das Gefühl, als wenn man hier im Grunde genommen der Situation nicht plant, irgendwie Einhalt zu gebieten, sondern ganz bewusst auf eine Eskalation es irgendwie ankommen lässt. Auch das kontinuierliche Kleinreden von aktuell auf breiter Front klaren Signalen und auch klar erkennbar, nicht nur Signalen, sondern für uns allen klar erkennbaren und fühlbaren Inflationseffekten, die sich eben manifestieren. Und das Thematisieren seitens der Politik, naja, das ist alles vorübergehend und dergleichen, man stellt sich schon die Frage, also entweder die leben in ihrer eigenen Welt oder es ist irgendwie gewollt, dass die Situation eben eskaliert und dass es hier zu einem ja, Knallen des Korkens aus der Flasche eben tatsächlich kommt. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall
Und das ist, wie gesagt, etwas jetzt unabhängig davon, welche Bilder man dafür für sich skizziert, welche Gründe es hat, welche Ursachen es findet, beziehungsweise wieso es derart forciert wird und dergleichen. Für uns aus tradingtechnischer Perspektive bleibt unterm Strich, besonders in Bezug auf die Equities, dass dieser anziehende Inflationsdruck oder dieser ansteigende Inflationsdruck an der Stelle alles andere als tatsächlich positiv ist und tatsächlich eventuell genau dieses bedrückende Gefühl, so nennen wir es mal, also in meinem Fall jedenfalls, welches sich seit geraumer Zeit eben zeigt, in Bezug auf die Skepsis hier, welches dann jetzt eventuell genau der Trigger ist, der diese tiefere Korrekturbewegung dann beginnt einzuleiten. Mal schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Vielleicht ist man auch in der Lage, eben hier dann diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten, beziehungsweise es kommt zu einer ähnlichen, überraschenden dann Reaktion, jetzt wie wir sie letzte Woche in Bezug auf die Fed zum Beispiel gesehen haben. Nicht nur Tapering, sondern auch potenzieller Tightening, also das, was ich zwischen den Zeilen jedenfalls herausgelesen habe. Aber unterm Strich, denke ich, bleibt auf jeden Fall einmal, besonders hier aus rein technischer Perspektive, wenn wir in dem Fall und im DAX dann unter die 15.4 rutschen würden, dann könnte das gleichzeitig mit bärischem Abgabedruck und Fallen unter die 4.4 auch im S&P durchaus nochmal turbulenteren, nicht nur Quartalsschluss, sondern auch turbulenteren Start eben ins letzte Quartal diesen Jahres eben nach sich ziehen. Und Soweit meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören voneinander wieder morgen am Mittwoch um 10.30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Lasst gerne ein Like hier, falls euch das Video gefallen hat. Und soweit meinerseits. Also, wir lesen voneinander. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.